Guten Tag zu einem neuen R-Test. Und auch heute habe ich mir wieder kompetente Verstärkung an meine Seite geholt. Wie meinst du denn? Also der hatte keine Zeit, deswegen bist du jetzt da. Ach so. Und ich muss dich auch wieder enttäuschen, es gibt schon wieder kein Alkohol. Kann doch wohl nicht wahr sein. Es gibt nicht mal was zu trinken heute. Ach du Scheiße. Sondern was zu essen, und zwar was Süßes. Es lebe die Völligkeit. Ja. Und zwar testen wir heute mal wieder ein Kinderprodukt, nämlich Kinderpingui Strawberry Melody. Du magst mich nicht, ne? Was jetzt, also warum jetzt Melody, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist es so. Du machst es auf und dann kommt John Lennon und singt dann Strawberry Fields Forever. Oder du hast es auf der Zunge und musst sofort. Aha, okay. Was singen, keine Ahnung. Ja, ja. Also lass mal rüberwachsen. War natürlich ein Kühlschrank. Aha. Einmal für dich. Was ist das Besondere eigentlich an Kinderpingui? Na, dass es kalt ist, dass halt da hier so ein bisschen Sahne drin ist, so eine Art Sahne. Und dieses Rote hier ist halt dann in dem Fall der Erdbeergeschmack. Die Melodie sozusagen für das Ganze drumherum. Für mich ist das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Produkt zu mir nehme. Also es ist eine Schokoschnitte. Meine Schokoschnitte. Die Schnitte. Mit Milchcreme und Erdbeergeschmack. Und 41,5%. Wobei ich jetzt nicht weiß, was du meinst, ob sich die 41% auf den Erdbeergeschmack oder die Milchcreme. Ich denke mal die Milchcreme. Und Erdbeerfruchtzubereitung. Genau. Schön gesagt. Das sind 20%. Und die besteht aus Zucker, konzentrierten Erdbeerpüree, 28%, Glucose-Fructose-Sirup, also Zucker, konzentriertes Wildbeerpüree. Wild-Erdbeerpüree. Meine Fresse, haben die aber. Also was denn hier für tolle Zutaten? Holundersaft. Wahrscheinlich geht Herr Kinder in den Wald sammeln und holt sich da Wilderdbeeren. So schwebend. Genau. So und streut sie dann in den Topf. Mit Liebe, dann rührt er dann um. Meine Fresse. Holundersaft, Säureregulator natürlich. Der ist mal lecker. Ja. Geliermittel, Pektine, Aroma, Halbbitterschokolade. Oh, das ist nicht vegan. Nee. Vollmilch, Weizenmehl, Magermilchpulver, Butterreinfett, Volleipulver. Mann. Gerstenmalzextraktpulver. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, das Leckerste. Ich glaube, daraus macht man auch Bier, oder? Ja. Ist ein Produkt von Ferrero und ist auch schon im letzten Jahr, also ist von 22. Und Ferrero kommt doch aus Frankfurt, ey, oder? Ey, genau. Ihr wisst ja nicht, wann du wann wir den Test hier über die Jordan schicken, ja? 23.06. Ja, hast du aber sowas von. Ja, wenn der Test, also 23.06. Hier ist das noch nicht abgelaufen. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon monatelang abgelaufen. Keine Ahnung. Ist egal. Wir sind tapfer. Wir essen auch was über. Ja, riecht erstmal nach Milch, was ich mal ein bisschen eklig finde bei Kinderpingui, das ist hier so nass so oben auf der Schokolade. Das ist immer das so. Ja, wegen da hier. Ja, Klugscheißer. Wir haben schon gesagt. Klugscheißer, man. Boah, ist das süß. Oh, boah. Klebt ja. Ja. Also für mich ist es, wie gesagt, das allererste Mal, dass ich überhaupt dieses Pingui zu mir nehme, egal in welcher Form. Und ich muss sagen, es ist mir zu süß. Also man merkt klar, hier drinnen, dass da was Fruchtiges ist. Mich stört an diesem Produkt so einiges. Also erstens, ich finde die Schokolade nicht gut, weil die hat so eine ganz komische Konsistenz. Ja. Die könnte entweder knackiger sein, und ich würde ehrlich sagen, also ich weiß auch nicht, ob man da Bitterschokolade braucht. Finde ich irgendwie komisch. Und ich finde grundsätzlich. Die Milchcreme ist auch mehr schon laffig, schlaffig. Ja. Und ich finde auch, es schmeckt kaum nach Kinderprodukt. Ja. Also man hat ja mal so eine Idee. Ja, aber ein bisschen wie Milchcreme, ein bisschen. Ja, aber eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, das liegt auch da, wenn du jetzt ich weiß nicht, wie Pinguin sonst schmeckt. Die Erdbeercreme ist schon sehr dominant. Ja. Naja, ja. Also so ist es dominant in dem Sinn, dass man merkt, dass da was drin ist. Ja. Wie gesagt, was ist denn da sonst? Sind es da eigentlich nichts drin weiter außer beim Pinguin? Keine Ahnung.
Also da muss ich sagen, es ist lieber eine Milchschnitte. Ja, das ist eher was für mich. Die ist, glaube ich, die geht auch auf die Hüften. Kaufe ich auch sehr, 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 sehr selten. Aber wenn, ist die eigentlich immer so. Also mindestens einmal im Monat. Nein. Einmal Spaß. Na, also ich bin auch eher der Milchschnitten-Fan. Auch wenn ich früher als Kind denke, ja. Weil ich die als Werbung gesehen dachte, oh, lass mal mitbringen von drüben. Weil die ersten fand die furchtbar. Erst ein paar Jahre später habe ich erst gemerkt, wie gut die eigentlich schmeckt. Also klingt nicht mehr was, ne? Ja. Ja, also eigentlich durchgefallen, oder? Ja. Sorry. Ja, nicht aufessen, aber mach ich trotzdem. Wiedersehen. Tschüssi.